Auf Instant Gaming könnt ihr Spiele von unterschiedlichen Plattformen zu ihren besten Preisen kaufen. Egal ob PlayStation, Xbox, Switch oder die ganzen anderen PC-Publisher, wie zum Beispiel Steam oder GOG.com. Aber auch alte Konsolengames werden dort angeboten, sowie auch Geschenkkarten wie zum Beispiel Xbox Live oder PS Plus. Schnelle Lieferung, einwandfreier Support und natürlich beste Preise. Bewertet von Trustpilot mit hervorragend. Weitere Info und Link dazu in der Videobeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. Und ich weiß nicht, warum ich das so mache. Egal. Wir müssen ein bisschen stealthy jetzt vorgehen. Ja, stealthy. Okay. Na los, ihr Schnappschwänze! Halt deine Schnauze, sonst baller ich dich ab. Möchte ich dich abballern? Kann ich gar nicht. Zum Glück gehabt. So. Da es Kang Tao Roboter sind, gegen die wir zu kämpfen haben, und warum auch nur 4 markiert sind, obwohl ich 5 markiert habe, weiß ich auch nicht. Okay. Schalte den Geschützsturm aus. Neutralisiere die Einsatzkräfte. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt tatsächlich nur 4 markiert habe, anstatt 5. Also, das fünfte, was ganz rechts ist, das ist die Drohne, die hin und her fliegt. Und, ja, keine Ahnung, wo der andere hin ist. Was? Alles klar. Ja, genau. Hat mich direkt gesehen. Ist klar. Ist klar, ja. Okay, wie mache ich das? Baller ich die einfach weg mit Ashura und Widowmaker oder wie das heißt? Ja, werden es bereuen. Ich habe immer noch nur 5 markiert. Da ist der letzte, hey! Yes! Damit habe ich ja meine 5. Okay, wie mache ich den Geschützturm aus? Ich muss auf die andere Seite. Because of. Hi Drohne. Kann ich die auch hacken? So. Und dann kann ich nämlich von hier aus einfach die ja, ausschalten. Über ein Remote, diese Deaktivierung. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Hallo Dröhnchen. Zum Glück sieht ihr uns gerade nicht. Nein, ich will nicht die Drohne. Das ist die Drohne. Jetzt. Steuertafel. Wo sind die? Nein, die ist auf der anderen Seite. Oh. Hä? Wo kommt das denn her? Nekomata einfach hier rum. Kann ich die packen und einfach... Okay, die kann man nicht. Ich finde das scheiße, dass man Gegner nicht locken kann. Oder es geht und ich habe keine Ahnung wie. Nee. Okay, wie komme ich... Warte, kann ich die Map gucken? Yes. Ich halte den Geschützturm aus. Ja, aber wie mache ich das? Ich möchte das gerne silent erledigen. Ich
Speicherlöschung. Bringt mir aber nichts. Ich muss diesen fick Geschützturm ausschalten. Aber ich weiß nicht, wie ich an die Steuertafel rankomme. Komm ich doch von der Seite dran? Nee, hä? Jetzt geht's ja auch nicht. Aber ich hatte doch eben... Habe ich doch diese Steuertafel gescannt in der Drohne. Die war auf der anderen Seite. Aber ich sehe sie halt nicht. Das ist halt scheiße. Na, die Drohne kann ich schlecht speichern. Also kann ich schlecht hacken, weil... Ja. Hau ab. Das ist echt schwer. Wenn ich habe halt keine Waffe, die auch One-Shot. Ah, doch, habe ich wohl. Ich muss es nur richtig machen. Warte. Ashura, du musst mal leider gehen. Ist zwar geil, aber das Ding hier. Das hat keinen Slot für... Das hat keinen Silence-Slot. Shit. Deswegen geht's nicht. Nein. Gibt's ein... Ich muss mal in den Einstellungen und dann Steuerung. Steuerung? Ja. Ach hier. Controller. Ja, Controller. Scan-Modus, aber das ist ja egal, ob es jetzt Controller ist oder nicht. Sprinten-Fotomodus. Benachrichtigung. Ja, den Waffen. Ne. Wie mache ich das? Kann ich dich irgendwie... Speicherlöschung. Ich will den da hinten. Der fokussiert halt den hier. Ich will aber nicht den. Ich will den da hinten. Okay, der geht jetzt dahin. Ja, guck mal, wie wenig Schaden ich dem mache. Aber ich will halt nicht, dass Mitch getötet wird. Und Mitch steht halt... Wo steht Mitch? Ich sehe Mitch nicht. Blut? Wo ist Mitch? Ich will den da irgendwie... Das ist
ist so scheiße. Ich will das Silence erwähnen. Och, meine Fresse. Wie viel Schaden macht das? Ich habe keine Chance, den zu packen. Okay, ich habe eine Idee. Und zwar belege ich den Typen jetzt da hinten mit einem Optik-Neustart. Und bei dem ein Kurzschluss. Ja, okay, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Scheiß drauf. So. Nein! Oh Gott. So. Hallo. Kann ich das bitte looten? Drohne. Ich kann die nicht looten. Halt deine Schnauze, du scheiß Raketending. So. Ciao. So. Der Weg ist frei. Komm zu dir. Ah. Wir haben irgendeine legendäre Item-Komponente erhalten. Geil. Hallo. Loot. Loot. Und wir haben die Schuhe erhalten. Hey. Nice. Und hier ist noch so eine legendäre Komponente wahrscheinlich. Ja, Stealth geht hier echt gar nicht, habe ich das Gefühl. Ach, Mitch war in dem Transporter drin. Ah. Okay, ja, das macht Sinn. Da liegt noch eins, aber das kann ich nicht nehmen. Ich weiß noch nicht, den kann ich hier auch nicht nehmen. Ja, kann ich nichts machen mit. Und da liegt noch was. Ja, erstmal durchs Feuer laufen. Hier liegt noch ein Schuh. Ist halt echt scheiße, dass wir kein Scharfschützengewehr mit Funktion hatten. Dass man einen Schalldämpfer drauf hatte. Das haben wir halt echt noch nicht. Das müssten wir echt mal kaufen, wenn wir irgendwann mal Zeit dazu haben. Ein geiles Scharfschützengewehr. Wer bist du? Nicht nur Munition. Also bei Zeiten müssten wir mal echt das kaufen. Hier liegt so viel Scheiß rum und die Sachen kann ich gar nicht mitnehmen. Danke. Hier liegt noch Munition? Wo liegt denn so viel Munition?
Dass wir das nicht hacken konnten, das hat mich genervt. Da unten liegt was, da komme ich nicht dran. Hier, die Dinger kann ich noch scannen. Okay, damit habe ich alle gescannt. Mit einem. Hey! Hier kann ich was... Wie kann ich mich verlinken mit? Irgendwo. Hä? Aber wo? Wo denn? Ich kann mich hiermit verlinken auf jeden Fall. Weil da ist dieses Symbol. Nicht? Okay. Und sonst haben wir aber alles, ne? Ja. Okay. Jetzt! Los, zurück! Zurück! Waffen fallen lassen! Sonst schieße ich! Nochmal! Waffen fallen lassen! Siehst du nicht, in welcher Scheiße du steckst? Wenn du abdrückst, frisst du keine Sekunde später selbst Blei. Wenn ich ihn gehen lasse, dann auch! Panam! Schnauze! Schieß ihn! Ah! Panam! Verdammt! Oh, Scheiße! Gut. Nur ein paar Kratzer. Verdammten Idioten! Du wurdest getroffen? Halt durch, Kleine. Ich seh's mir an. Nichts. Gehen wir. Wir konnten nicht zurück, Panna. Sie haben sich neu formiert, Raketen und so einen Scheiß geschossen. Ich habe alle verloren. Alle? Scorpion, ist der hier? Mitch? Mitch! Es geht ihm doch gut, Panna, oder? Panna, es tut mir leid. Ich kam zu spät. Nein! Nein! Bist du dir sicher? Nein! Doch, den Piloten. Scorpion und deine Leute. Tut mir leid, dass wir nicht eher hier waren. Das waren gute Menschen. Die Besten. Sie hätten hier nicht sterben müssen. Ich hätte ihn aufhalten müssen. Ich hab's versucht. Er hätte auf dich auch nicht gehört. So war er schon immer. Verdammter Sturkopf. Ich nehme mal an, ihr wart für den AV hier draußen. Die Frage ist bloß, warum? Warum seid ihr direkt zum AV? Habt ihr die Kennzeichnung nicht gesehen? Wir haben gesehen, dass er beschädigt war und wo er abstürzen würde. Nicht, dass er Kang Tao gehört. Ich dachte, die Leute brauchen vielleicht Hilfe. Und schlimmstenfalls gibt es was zu plündern. Mich ganz schön geirrt. Alles okay? Brauchst du irgendwas? Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Tut mir leid um eure Leute, aber ich muss weiter. Okay. Ich brauche den Mann, der im AV war. Weißt du irgendwas? Hast du was gesehen? Wir haben ihn mitgenommen. In unseren Autos. Wohin? Nach Westen. Kleine Einheit. Der Geleitschutz des Passagiers. Sie wollen sicher die Zentrale erreichen. Also habt ihr den elektromagnetischen Impuls ausgelöst? Ja. Wir wollten euch warnen, hatten aber keine Verbindung. Ja, das ist halt... Wenn sie eure Autos genommen haben, können wir den Reifenspuren folgen. Ich verfolge sie. Bleib du bei Mitch. Ich regel das. Ich komme mit. Ich habe versprochen, dir zu helfen. Außerdem haben diese Wichser Scorpion getötet. Das werden sie noch bereuen. Diskutieren bringt bei ihr nichts, wie. Lass es. Okay. Geht. Ich rufe meine Leute an. Wir kümmern uns um das hier. Ja, ihr könnt den AV dann wir gerne auch dir haben. Wir mein Auto hier. Zur Sicherheit. Aber Vorsicht. Die Knarre klemmt manchmal. Wir nehmen die Motorräder. Klingt gut. Kang Tao hat den Kontakt zum AV verloren. Sicher suchen sie nach ihm. Beeilt euch. Ja, aber plündert ihn dann schnell. Panam. Was? Du kommst zurück für deinen Thorn, oder? Versprochen. Dann mal los, bevor das Rettungskommando kommt. Ja, Machen wir unseren Los, Jahr. Hoffentlich sind sie nicht weit gekommen. Werden wir sehen. Die Reifenspuren fangen hier an. Oh, shit. Ja, sie waren hier. Wir wollen keine Augen. Dann nichts wie hinterher. Okay, ich weiß nicht, was... Gott. Alter, ich hasse diese Ansicht.
Bitte Kamera wechseln. Ja, danke. Scorpion wusste, dass ich Night City hassen würde. So gut kannte er dich? Wahrscheinlich besser als ich mich selbst. Er meinte, sobald ich die Stadt satt habe, decken wir uns mit Kittel ein und füllen ein paar Thermoskannen mit Kaffee und Whisky. Und dann fahren wir einfach los. Weg von allem. Klingt nach einem echten Abenteuer. Juhu! Ich sehe nur Brücke liegen Zement und Rost. Wenn sie hier ihre Freunde rufen wollten, war das sicher ein böses. Hey, ich weiß, aber du lebst. Und du musst noch ein paar Sachen regeln. In der Tat. Geschützturm! Aha. Aha. Cool. So, das ist jetzt nämlich auf meinem. Pass auf, wie? Das ist jetzt der Kampf jetzt für mich. Cool, dass er jetzt für mich kämpft. Was willst du? Pass auf! Ja, tschüss. Hinter dem Lieferwagen! Das Ding da, der Pisser da. Tschüss. Ziemlich beeindruckend, ich geb's ja zu! Natürlich, hallo, ich bin Pro. Genug gespielt! Na, wo bist du denn? Antikes Gemälde. Ne, abstraktes Gemälde. Antik ist daran gar nichts. Hallo, gib mir doch deine Euro-Dollar. Ja, verdammt! Natürlich schon fertig. Nein, ja, es sind so wenig. Sonst ist hier nichts. Hier ist echt nur Rost. Schrott, Metall. Nur noch ich. Hä? Ach so. Willst du, dass wir hier drauf gehen? Der Rest muss Hellmann mitgenommen haben. Wenn sie es schaffen, sich neu zu formieren und Hilfe zu rufen, sind wir am Arsch. Dann sollten wir uns beeilen. Noch irgendwas hier? Ja. Das da und... Das ist eins von unseren... ihren Autos. Lass uns das mal checken. Weiß ja nicht, ob wir hier noch irgendwas entdecken. Ja, gib mich. Das reicht. Ja. Hier ist niemand. Wir müssen rausfinden, wo Kang Tao ihn hingebracht hat. Schnell! Du hattest recht. Liegen geblieben. Sie wollten ihn nochmal starten, aber die Ölpumpe ist im Arsch. Das war zu viel für die Kolben. Ah, hat ja uns ein paar Minuten gebracht, aber sie haben immer noch Vorsprung. Ja, das Geschützturm lasse ich... Das Geschützturm? Den Geschützturm lasse ich aktiv, weil... vielleicht kriegen wir mal irgendwann random irgend so hier XP für Ausschaltung von bla bla bla. Weil hier irgendein Typen hingekommen sind. Ne, ich lasse es einfach nur aktiv, weil keine Ahnung. Einfach so. Weil es geht. Ah! Ja. Männlicher Schrei. Ein paar sind an der Landebahn gekommen. Der Rest ist mit Hellmann mit. Hätte ich auch getan. Sie wollen ihre Leute rufen. Ich hoffe, Mitch hat die alte Kaldos kontaktiert. Diese verdammten Störungen. Sicher sind sie unterwegs zu ihm. Keine Sorge. Weißt du was? Diese Spuren führen den Hügel hoch zu einer alten Tankstelle. Wahrscheinlich halten sie Hellmann dort fest. Moment mal. Habe ich hier gerade ein blaues Item gesehen? Nee. Oh, hallo Auto. Ja, ich weiß, OBS hat gerade irgendwie so Bildfehler. Ich weiß nicht warum. Bei mir ist alles eigentlich flüssig. Okay, ich gebe dir Deckung. OBS hat das irgendwie momentan. Drohnen, Patrouillen. Die haben sich hier eingebunkert. Verstehe. Eingebunkert. Dann muss Hellmann hier irgendwo sein. Aber wie, sieh mal. Die Zapfsäulen sind gut in Schuss. So sieht's. Sie haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Finden wir ja bald raus. Hi. Hi. Dich.
schalte ich erstmal aus. So, der ist also deaktiviert. Da hinten steht noch jemand. Kang Tao Kommando. Den Wagen markiere ich mir mal. Da sind aber noch mehr Spacken. Ja, da ist noch so ein Dröhnchen. Ich glaube, der Geschützturm steckt ein bisschen im Boden drin. Ja, der ist irgendwie in den Boden versunken. Ah, da oben sind noch welche. Ich habe doch schon gedacht, dass da noch welche Typen sind. Zwei sogar. Hallo, markieren. Ja. Ah, da hinten steht noch einer. Moment. Du? Noch mehr? Also eine Sache für Silence. Aha. Ja, das sind Minen. Okay. Dann let's go. Life during wartime. Leben während Kriegszeit. Okay, den da hinten snacken wir easy weg. Problem ist halt der Scharfschütze da oben. Der muss sich halt umdrehen. Können wir da irgendwo wie so eine Ablenkung starten? Da ist das Tor. Kann ich die Drohnen ausschalten? Kann ich die Drohnen ausschalten? Nein. Kann ich nicht. Ich will doch nicht viel Leben verlieren. Ey, scheiß Scharfschütze da oben, ne? Der muss sich nur umdrehen, ja. Die Drohne ist noch... Alles klar, ich bin einfach gestorben. Ja, genau. Ja. Hm? Okay. Ich bin einfach so gestorben. Okay, ich gebe dir Deckung. Und da lag keine Mine. Drohnen, Patrouillen, die haben sich hier eingebunkert. Verstehe. Dann muss Hellmann hier irgendwo sein. Aber wie, sieh mal. Die Zapfsäulen sind gut in Schuss. So sieht kein verlassener Ort aus. Sie haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Finden wir ja bald raus. Da ist eine Mine, aber... Da ist tatsächlich eine Mine, guck mal da. Aber ich kann die nicht ausschalten. Als ob der mich sieht. Warum kann ich dieses scheiß Ding da nicht? Ich sehe mir das mal an. Na, mach mal. In der Zeit gehe ich oben aufs Dach. Und schalte diese scheiß Mine aus. Umpolen. Wie beschreibt das Szenen, so dass... Ich sehe Autos. Nomaden. Keine Dinge hier. Die kenne ich. Sind vom Clan. Ja, warte, das Geschütz will ich noch, Oh, Unterstützungsmodus. Ja, geil.
Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich mal erstmal ausschalten. Und danach will ich eine Speicherlöschung für das Ding. Nehme ich mit. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir damit weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Speicherlöschung kann ich nicht machen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich gehe auf Escape. Nein. Nein. Okay, so, bis zum nächsten Mal.